Dank. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ich habe euch etwas mitgebracht. Und zwar einen Artikel, der ist erschienen vor fast genau 2 Jahren in der Heute-Zeitung. Damals gab es auch eine grüne wichtige Veranstaltung. Und ich würde euch gern kurz was daraus vorlesen. 4 Monate nach ihrem Ausscheiden aus dem Nationalrat diskutierten die Grünen und ihre Sympathisanten über ihre zukünftige Ausrichtung. Und weiter, seinen neuen Grünen prophezeite Kogler ein Comeback bis zum Jahr 2019, schlagkräftiger und bündnisfähiger. Ich würde sagen, das ist uns gelungen. Wunderschönen Vormittag. Es ist noch nicht lange her, da war ich Woche für Woche auf dem Weg in das Winterpalais verhandeln. Und ich muss sagen, ich habe daraus 3 Erkenntnisse gewonnen, die für mich noch immer wesentlich sind. Der erste Punkt ist der, dass wir ein unglaublich klasses grünes Team haben. Egal wo, egal auf welcher Ebene verhandelt worden ist. Und das Entscheidende war immer, dass die Richtung stimmt. Und das Entscheidende ist nach wie vor, dass wir unsere Haltung bewahren in Menschen- und Grundrechtsfragen ebenso und dass es dieses gegenseitige Vertrauen gibt. Und das gibt es noch immer und das ist eine unserer Stärken, davon bin ich zutiefst überzeugt. Das Zweite, das betrifft Wien. Wien hat eine progressive Mehrheit und das ist gut so. Ich werde den Satz wiederholen, weil ich so den Eindruck habe, dass die eine oder andere Partei, auch manchmal sogar der eigene Koalitionspartner, es nicht gerne hört. Wien hat eine progressive Mehrheit und das ist gut so. Aber zur Erinnerung, das gesamte Land hat es nicht. Und ich halte es tatsächlich nach wie vor für richtig und eine Chance fürs Land, dass es Schwarz-Grün gibt, auch wenn wir Grünen dabei ein Risiko eingegangen sind. Es ist nämlich nicht unsere Aufgabe als Grüne, die türkise Partei zu verändern oder womöglich sie uns. Die eigentliche Aufgabe ist, dass wir für die Menschen was Besseres erreichen. Das ist das Ziel und daran wird die neue Koalition gemessen werden. Ich gebe aber auch zu, ich bin ein bisschen empörungsmüde und ich und ihr alle wird wahrscheinlich tagtäglich damit konfrontiert werden, dass wir uns abgrenzen und aufstehen und noch einmal abgrenzen. Nein, ich bin davon überzeugt, wir werden einen langen Atem brauchen. Wir alle werden uns erst daran gewöhnen müssen, dass es zukünftig mehr und immer mehr um eine Versachlichung gehen wird in der Politik. Und ich kann nur all jene, die sagen, nach Schwarz-Blau soll es besser werden in unserem Land, darum bitten, uns dabei auch zu unterstützen und nicht als Gegner zu sehen.
dritte Punkt, beruht auf folgendem Eindruck. Ich habe so fast das Gefühl, ich bin so die Einzige, die jetzt nicht nur mit Rot-Grün koaliert hat, sondern vom Gefühl auch ein bisschen mit Schwarz-Grün. Und zwar bin ich da schon drauf gekommen, es gibt etwas sehr Ähnliches zwischen der türkisen Partei und auch der SPÖ. Das ist die Frage des Umgangs mit der Machtpolitik. Hat mich ein bisschen auch an Wien erinnert. Da habe ich das Gefühl, es ist in Wien und auf Bundesebene nicht wirklich ein Unterschied. Und wir wissen alle, dass die ÖVP weiter ungehemmt schwarz-blaue Politik gemacht hätte, wenn es nicht uns Grünen geben würde und gibt. Und manchmal habe ich auch den Eindruck in Wien, dass der eine oder andere auch innerhalb der SPÖ noch immer davon überzeugt ist, weitermachen zu können wie in den 70er Jahren. Und wenn ihr euch aber jetzt umschaut, in unserer Stadt, in unserer lebenswerten Stadt, was sich hier getan hat die letzten 10 Jahre, und ich werde nicht alles aufzählen, aber dieses 2/3 geförderter leistbarer Wohnbau, ich finde das so einmalig. Ich merke auch, dass die Bauordnung immer mehr zu einer Klimaschutzordnung wird. Die Öffis, das Jahresticket, das ist lebendige grüne Politik. Und jetzt mag sein, dass von der SPÖ verkauft wird oder vermarktet wird. Ich halte das für keine optimale Strategie. Es wird von einem Tag auf den anderen eine Sozialdemokratie nicht zu einer Ökosozialdemokratie. Ich verstehe es auch nicht, ich erkenne auch den Sinn nicht, dass sich progressive Kräfte gegeneinander richten sollen. Wir hätten ja viel zu tun, den Begriff der Solidarität vielleicht anders zu definieren, zu schauen, wer ist denn die Arbeit, wer hat denn die Zukunft der Arbeit, was steht hinter der Arbeit, wo sind die Leiharbeiter und Arbeiterinnen, die Teilzeitkräfte, hier hätten wir ja einiges gemeinsam zu tun. Und ich bringe es noch einmal kurz am Punkt, weil ich in den letzten Tagen immer wieder danach gefragt werde. Das Entscheidende im Herbst wird die Frage sein, wird es Rot-Grün geben oder wird es Rot-Schwarz geben? Das ist doch der Punkt. Geht es nach vor in die Zukunft, um mal sagen, die Klima-Auseinandersetzung, den Klimaschutz, ja, den setzen wir in Wien um, oder geht es ein Stück weit wieder retour, bisschen mehr Beton und jede Auseinandersetzung Richtung Parkplätze erhalten. Das wird der entscheidende Punkt sein im Herbst. Wenn ihr schon Koalitionsspiele wollt, das ist die eigentliche Frage. So. Wir machen aus Wien eine Klimahauptstadt. Wir stehen dazu. Wir brauchen um die Hälfte weniger Autos, doppelt so viele Öffis. Wir sehen auf allen Dächern Solarpanelen. Wir sind am öffentlichen Raum, wo der Platz wieder den Menschen gehört. Wir wollen weg mit den fossilen Energieträgern. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel ich jetzt da aufzählen könnte, weil das unsere grüne Politik ist, weil wir diese Stadt so lieben und weil wir eine Verantwortung tragen für die nächsten Generationen. Und ich merke jedes Mal, wenn ich auch unterwegs bin, nicht nur bei den Bauarbeitern, jetzt auch bei der linken Windseile, wenn wir den Radweg fertiggestellt haben, das sind diejenigen, die sagen, und wo werden wir weiterbauen, wo bauen wir den nächsten Radweg? Das ist dieses
New Green Jobs, das ist dieses Zukunftsgefühl. Und ich könnte euch jetzt niederreden mit diesem Gefühl für Wien und was wir noch alles machen werden in den nächsten 10 Jahren, weil es um die Zukunft der Stadt geht. Könnt ihr euch hier noch erinnern, am Anfang wurden die coolen Straßen letztes Jahr ein bisschen belächelt. Man macht die Straßen autofrei, gibt sie den Bewohner, Bewohnerinnen und plötzlich nehmen sie sich den Raum. Ich kann mich gut erinnern an diese Bilder, wo die Kinder ihre Fahrräder tauschen, auch mit jenen, die keine haben, direkt vor Ort. Ich kann mich daran erinnern, dass ein Favoritner sagt, das ist das geilste Projekt, nicht nur weil abgekühlt wird, nicht nur weil wir für Wasser, für Brunnen, für Beschattung sorgen, sondern weil Begegnung möglich ist. Weil auch die Möglichkeit gibt, Menschen anders kennenzulernen. Manchmal habe ich so ein Bild von mir und denke mir, irgendwann einmal würde ich gern es wieder haben, dass in Wien das Wasser nach oben kommt. Ja, ja. Und manchmal ist es der Blick in die Zukunft dieser coolen Straßen. Warum? Wir wissen alle, und euch muss ich ja nicht davon überzeugen, die Klimakrise bedeutet für Wien, wenn wir nichts tun, haben wir 2050 7 Grad heißer im Sommer. Da hatzt uns die Stadt auf. Dann gibt es immer mehr Nächte, wo es nicht mehr abkühlt. Wen wird es denn wohl als erstes treffen? Jene, die sich am wenigsten wehren können. Und diese Geschichte ist auch die Geschichte von Wien, diese Herausforderung, der wir uns stellen. Mehr denn je. Wir alle hier wissen, dass die Klimakrise die soziale Krise der nächsten Generation ist. Und es ist für mich undenkbar, diese zwei Themen voneinander zu trennen. Undenkbar, und das macht uns Grüne aus. Wir werden aber auch nicht abgehen davon, uns nicht reduzieren zu lassen auf ein Thema. Denn wir stehen dazu, dass in Wien niemand frieren soll, es niemand kalt haben soll, vor allem nicht Kinder. Und wir stehen dazu, das ist nämlich Sozialpolitik. Und wir stehen auch dazu, dass wenn es zu heiß ist, ist es nicht mehr erträglich. Das ist dann die soziale Klimapolitik. Und wir wissen, wir werden noch ein Stück näher zusammenrücken, weil nicht alle können sich gut richten. Nicht alle können sich ein Wochenendhaus oder einen Garten im Waldviertel oder wo auch immer leisten. Und wir werden dafür sorgen, dass die Lebensqualität für alle auch zukünftig gewährleistet wird, weil da geht es um unsere Stadt, da geht es hier um die Menschen. Meine Stimme ist ein bisschen rau, weil ich war gestern Eisstockschießen mit meinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und den Abteilungsleitern. Sehr viel frische Luft. Aber ich würde das gern zum Anlass nehmen, um zu danken. Das ist eines der ersten Dinge, die ich in der Stadt gelernt habe, in meiner neuen Funktion. Es hat schon einen Grund, warum unsere Stadt so wunderbar funktioniert. Da arbeiten
tagtäglich Leute für, die nie sichtbar sind. Das sind Abteilungen, das sind engagierte, kreative Menschen. Einmal an dieser Stelle hier auch ein herzliches Dankeschön. Was mich auch sehr zuversichtlich macht für die nächsten 10 Jahre, was mich zuversichtlich macht, ist, dass Veränderung gerade stattfindet. Da tut sich eine Tür auf, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich merke es daran, dass die Wirtschaftskammer bis vor kurzem, glaube ich, vermute ich, mehr Angst gehabt hat vor einer Begegnungszone als August Wöginger vor der Stadt. Das hat sich verändert. Das hat sich verändert. Sie wollen mehr davon. Sie wollen mehr davon und das ist gut so. Mein Eindruck ist auch, dass wir Grüne jetzt die Ära neu prägen können. Ich bin so fasziniert von dem 1-2-3-Ticket. Ich glaube, das könnte tatsächlich so eine Diskussion sein wie, keine Ahnung, früher einmal die Gratis-Schulbücher, wo man dann sagt, ja, man hat es geschafft, es geht. Es geht, diese Wende in den Griff zu bekommen, es geht für alle und das leistbar. Freue mich, dass du da bist, Leonore Gewessler. So, wir machen Wien zur Klimahauptstadt. Wer ist wir? Das sind natürlich wir alle. Und ich habe am Anfang euch ein bisschen vom Artikel vorgelesen. Und die Frage, das war vor 2 Jahren. Es ist noch nicht so lange her, Leute. Es war vor 2 Jahren und ich bin davon überzeugt, dass einer der Gründe, warum wir es geschafft haben, natürlich Werner Kogler war. Ein anderer Grund auch, dass wir geöffnet haben. Wir haben die Partei geöffnet. Dieses Miteinander ist im Grunde auch unser Geheimnis. Und wenn ich jetzt in den Saal reinschaue, bin ich mir nicht sicher, ob ich nicht einige zukünftige Bezirksvorsteher, Vorsteherinnen schon sehe. Was ich aber auf alle Fälle sehe, sind die jetzigen. Das ist. Uschi Lichtnecker, Markus Reiter, Silvia Nossig, sehr klasse. Also da sieht man schon, was es ausmacht, wenn Grüne Politik machen, egal ob die Währinger Straße, die Zieglergasse neu auf die Mifoy und die Praterstraße. Na, das wird eine Überraschung. Was wir aber auch brauchen, jetzt blicke ich in die andere Richtung, sind Menschen, die mitgestalten wollen, Menschen, die ihre Kraft geben für unsere Stadt, Menschen, die offen sind und die es nicht gleich umweht, wenn es einmal zäh wird, die das Feuer haben zu sagen, wir gestalten mit, wir gestalten mit für Wien. Ich freue mich sehr, liebe Kandidaten und Kandidatinnen, und ich bin davon überzeugt, es wird eine gute Liste werden, und zwar für Wien. Ich bitte euch jetzt um eine besondere Aufmerksamkeit. Ich rede vom Herzen gern über die Verantwortung, die wir gegenüber unseren Kindern und Enkelkindern haben. Und davon bin ich überzeugt. Es wird immer die Frage sein, was hinterlassen wir ihnen für eine Stadt?
Ich möchte aber jetzt das Wort an jemanden übergeben, der es in eigenen Worten sagen möchte. Und bitte Leonie und Freunde auf die Bühne. Ja, danke erst einmal für die Möglichkeit, hierüber reden zu dürfen. Ich habe mich im Vorhinein mit einigen Freunden und Freundinnen eben zusammengesetzt und wir haben uns überlegt, wie wir uns Wien in 10 Jahren wünschen würden. Und als wir uns dann zusammengesetzt haben, sind wir aber eigentlich ziemlich schnell draufgekommen, dass wir sehr verliebt in diese Stadt sind, weil es einfach so viele wunderbare Dinge in Wien gibt, die diese Stadt so lebenswert und so schön machen. Dinge wie eben das super Wiener Wasser, die netten Cafés, das unglaubliche umfassende Kunst- und Kulturprogramm, aber auch einfach die Tatsache, dass ich nach der Matura alle Bildungsmöglichkeiten der Welt theoretisch habe, sind einfach so große und super Privilegien und somit wäre es uns vor allem einmal wichtig, dass diese Privilegien erhalten bleiben. Wenn wir an Wien in 10 Jahren denken und an unsere Zukunft, dann gibt es aber trotzdem einige Dinge, die sich bis dahin noch ändern sollten. Der erste und wirklich große Punkt für uns ist auf jeden Fall die Bildung. Das Schulsystem muss sich unserer Meinung nach echt noch ausgebaut werden. Und das fängt... Das fängt bei theoretisch schnell umsetzbaren Dingen wie einem fixen Fach für politische Bildung an, aber auch Dinge wie ein verbessertes Bewertungssystem, mehr Bildungsmöglichkeiten für Migranten und Migrantinnen und flexiblere Stundenpläne wären einfach urwichtige Maßnahmen für ja, ein besseres Schulsystem für zukünftige Generationen. Auch den öffentlichen Verkehr wünschen wir uns bis 2030 mehr ausgebaut, dass Autos in der Stadt einfach nicht mehr notwendig sind. Eine wichtige Maßnahme wäre da auf jeden Fall mehr öffentlichen Verkehr in den Außenbezirken. Es kann nicht sein... Es kann nicht sein, dass wenn man den ökologischen Weg wählt, man dann Abstriche machen muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem 2. Bezirk zu Freunden in den 18. fahre, dann brauche ich mit den Öffis dafür 1 Stunde und mit dem Auto wäre das ein Weg von 15 Minuten. Und für die Zukunft wünschen wir uns einfach, dass diese Unterschiede nicht mehr so groß werden und ein Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmittel nicht nur möglich ist, sondern sogar ein Vorteil darstellt. Im Gegensatz dazu sollte auch der Verkehr in den inneren Bezirken natürlich verringert werden, weil wenn man auf der Straße geht und als Fußgänger Angst haben muss, den Ring zu überqueren, dann muss sich da einfach echt was ändern. Da ich dieses Jahr maturiere, muss ich sagen, dass auch die Wohnungssuche in Wien einfach enorm schwierig ist. Es muss viel mehr leistbarer Wohnraum für alle geschaffen werden und das schnell. Damit vor allem wir Jugendliche uns von unseren Eltern unabhängig machen können, aber auch generell, nicht nur für Jugendliche, sondern für die gesamte Gesellschaft ist einfach ein billiger Wohnraum notwendig, weil jeder die Möglichkeit haben sollte, sich ein Leben aufzubauen, egal aus welchem kulturellen oder sozialen Hintergrund sie stammen. Um auch nochmal aufs Klima sprechen zu können, wäre es uns besonders auch wichtig, für Wien nachhaltige Lösungen zu finden. Dinge wie Grünflächen, Parks und Fußgängerzonen sind sowohl für uns als Bewohner als auch fürs Klima ein echt guter Ausbau. Aber auch um die Stimmung in unserer zukünftigen Gesellschaft machen wir uns Sorgen. Rassismus, Sexismus und Ausgrenzungen jeder Art sind leider immer noch sehr verbreitet und spalten unsere Gesellschaft und das macht uns einfach ziemlich fertig.
Wir wünschen uns daher ein Umdenken der Menschheit. Schluss mit Ausgrenzung, Schluss mit Fremdenhass, Schluss mit Sexismus, Schluss mit fehlendem Klimabewusstsein. Wir wünschen uns für 2030 ein fortschrittliches Wien, aber 10 Jahre sind nicht zu viel, also bitte fangen wir jetzt damit an. Liebe Leonie, Leonie, Clara, Lukas, Paul, Lola und wer auch alle damit gemacht hat, vielen Dank. Liebe Leute, es gibt nicht mehr zu sagen. Das ist, eure Visionen sind unser Auftrag und zwar gemeinsam. Vielen Dank.